So, hallo und herzlich willkommen noch einmal zum JFD Live Trading TV zu US-Markteröffnung, wobei ich ganz ehrlich sein will, gleich vorneweg, US-Markteröffnung, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob wir uns so explizit heute mit der auseinandersetzen, denn das, was uns die Equity-Märkte da weiter präsentieren, ist alles andere als attraktiv. Das Bild zu gestern hat sich unwesentlich verändert. Einerseits schwierig gerade oder weiterhin sich long zu positionieren, Chance-Risiko-Verhältnis technisch. Andererseits, so wirklich abwärts gehen soll es aber eben irgendwie auch nicht. Und ja, vielleicht lohnt sich dann an dieser Stelle es eher einen Blick mal auf einen Markt wie Gold oder dergleichen zu werfen. Hier gleich mal vorbereitet. Gold setzt seine Abwärtsbewegung hier fort. Und ich hatte das ja auch schon bereits heute früh im Morning Meeting thematisiert gehabt, diese Abwärtsbewegung, gestern eigentlich auch schon thematisiert gehabt, hatte gesagt, bis zu den, jetzt muss ich mal kurz gucken, okay, jetzt muss ich mal ganz kurz hier parallel was schauen, ob denn der Ton gut funktioniert, aber das sieht schon mal sehr gut aus und ich kann mich auch hören. Ja, nein, vielleicht. Ja, perfekt. Sehr gut. Also, das funktioniert. Ja, ich hatte gestern, also holen wir da nochmal ganz kurz von vorne auf. Ich hatte gestern im Morning Meeting ja gesagt, bis zu den Non-Farm Payrolls eventuell eher Dollar Bullish bzw. Gold eher Bearish. Haupttreiber, Hauptgrund oder Motivation meiner Worte war hier ganz klar die Äußerung von Janet Yellen am Freitag, oder nein, das in die gleiche Kerbe schlagen Janet Yellens rund um eine Zinsanhebung der Fed im März, das heißt also nächste Woche Mittwoch. Und in diesem Zusammenhang war es eben so, dass wir hier, und da sieht man die rote Kerze ja relativ schön am Freitag, da haben wir einen sehr satten Rücksetzer zu sehen bekommen. Und dieser sattere Rücksetzer, den wir jetzt hier an dieser Stelle eben zu sehen bekommen haben, war darauf zurückzuführen, klassisches Buy the Rumor, Sell the Fact. Nichtsdestotrotz, die Zinsanhebung wird kommen, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit dafür ist sehr hoch, sagen wir es mal so. Ich will mir noch ein kleines Hintertürchen öffnen lassen, ausgehend von den vielen Jahren an Erfahrung und den diversen Fettüberraschungen, die es da schon gab. Deswegen sollte man sich dieses Hintertürchen offen lassen, aber ich sage mal so, in 95% der Fälle sollten wir schon mal sagen, die Fed wird den Zins auf jeden Fall anheben. Und dann gab es eben einen Rücksetzer. Nichtsdestotrotz ist es eben so, dass das immer noch die restriktivste Haltung im globalen G10-Währungsuniversum ist, und infolgedessen kam es da eben, oder kommt es jetzt aktuell wieder zu einem Aufstreben des US-Dollars auf breiter Front, ja. Jetzt, wir haben den US-Dollar stark gesehen gegenüber dem British Pfund beispielsweise, wobei British Pfund natürlich hier noch zu ergänzen ist, dass British Pfund sich sehr, sehr schwach generell präsentiert, ja heute sehr deutlich unter 22 gelaufen ist und bis jetzt hat dieses Level auch nicht wieder zurückerobern können. Und wenn wir von US-Dollar-Stärke sprechen oder von einer US-Dollar Aufwärtsdrift an dieser Stelle nochmal in Richtung dieser Höchststände, dann sprechen wir parallel davon eben von einer Goldschwäche. So, und Gold, ja, Gold, was macht Gold? Gold zeigt sich weiterhin eben bearish, rutscht unter 1220 US-Dollar pro Feinunze und attackiert jetzt hier diesen Trendsupport, der sich um eben 215 erstreckt. Das bedeutet also, wir haben eine Sequenz steigender Hochs, steigender Tiefs. Das ist die Region, welche dieser Aufwärtsbewegung eben, die dort seit Mitte, Ende Dezember eingeleitet worden ist, intakt hält. Ich bin jetzt allerdings an dieser Stelle geneigt dazu zu sagen, ich denke, es ist jetzt verspätet oder man ist zu spät dran für eine Short-Position in Gold im aktuellen Bereich. Ich würde mich jetzt nicht mehr short positionieren wollen. Ich würde tatsächlich sagen, der Zug ist mehr oder minder schon einige Zeit eigentlich abgefahren. Der ein oder andere erinnert sich eventuell daran. Das war hier der Tag, der Open, der 2.3. beziehungsweise der Schlusskurs am 1.3. aus saisonaler Sicht, welcher dort in diesem Zusammenhang attraktiv gewesen wäre tatsächlich. Also das ist tatsächlich so, dass ich hier, zeig das mal ganz kurz, einen Moment. So, ich hole mal kurz den JFD Desk drauf. Jetzt muss ich allerdings ein bisschen scrollen, aber wir dürften nicht allzu lange scrollen müssen. Ja, 1.3. Ich hatte nämlich eine Betrachtung, eine saisonale Betrachtung für Gold verfasst. Da ist sie. Da ist die Betrachtung. Und zu finden war die hier auf God Mode. Es war der, ich glaube, 28.2. sogar. Es war, glaube ich, ziemlich genau vor einer Woche. Wenn ich das jetzt so richtig in Erinnerung habe. Ne, 1.3. Auch gut. 1.3. Dann kurz vor dem Ultimo. Also Ultimo im Zusammenhang dem Schlusskurs. Ja. Und man kann hier in diesem Zusammenhang lesen,
das aus saisonaler Perspektive. In den vergangenen 21 Jahren, im Intervall vom 1.3. bis zum 31.3., also in einem wesentlich längeren Zeitraum, es für Gold generell nicht gut aussah oder aussieht. Gold verlor in dieser Zeit in 76% der Fälle oder auch in 16 dieser 21 Jahre im Schnitt rund $20 pro Feinunze und konnte damit dann in den konnte in den übrigen 5 Jahren, in denen es dann einen bullischen Verlauf gab, lediglich rund $9 pro Feinunze zulegen. Und wenn wir uns vor Augen führen, dass Gold hier zu diesem Zeitpunkt um $1,250 pro Feinunze gehandelt hat und wir jetzt hier zwar nur von einem Durchschnittswert sprechen, aber ihn dennoch aus rein statistischer Sicht in Betracht ziehen sollten, dann ist es eben tatsächlich so, dass wir mittlerweile ja hier Abschläge jetzt zu sehen bekommen haben, schon von $35 in der Spitze oder etwas mehr auf jeden Fall, von 30, ob es jetzt genau 35 war, müsste man gucken, aber es waren auf jeden Fall mehr als $30 pro Feinunze. Das bedeutet also, rein statistisch haben wir jetzt schon in den letzten 7 Tagen einen Lauf zu sehen bekommen, also 5 Handelstagen einen Lauf zu sehen bekommen, der zweieinhalbmal so groß ausfällt wie der Lauf im Zeitfenster vom 1. bis zum 31.3. Und das also jetzt erstmal aus statistischer Perspektive, würde ich also diese Short-Position hier halten und hätte ich mich hier short positioniert, würde ich derzeit Gold eben aggressiv mit dem Stop managen, also den Trade, ich weiß nicht, hätte man vielleicht auf der Stunde, wenn man den vielleicht eingegangen, wenn wir uns hier das Bild mal kurz betrachten, dann können wir erkennen, so dass wir dort am 28. noch diese kurze Gegenbewegung zu sehen bekommen haben und wir kippten dann im Grunde genommen hier ab, ja, ab dem 1.3. Dann kam die Gegenbewegung und jetzt hätte man in diese Gegenbewegung sicherlich, oder hätte tatsächlich, so muss man es formulieren, wenn man den Schlusskurs geschortet hat, hat man hier in diese sich etablierende Struktur fallender Hochs und fallender Tiefs dann den Break auf tiefere Tiefs antizipiert. Hier nochmal auch der klassische Rücksetzer wieder an diese Tiefs, also wirklich eine wunderbare Trendstruktur, die sich hier etabliert hat. Und jetzt brechen wir eben auf neue Tiefs aus, heute im Laufe des Handelstages. Und wenn ich diese Short-Position jetzt halte, dann würde ich ausgehend von dieser statistischen Betrachtung für diesen Trade sehr wahrscheinlich aggressiver mit dem Stop werden. Denn, und jetzt kommt genau dieser Gedanke nämlich, so wie ich das Bild jetzt hier derzeit einschätze in Gold, sieht es wie folgt aus. Nämlich, wir haben in Gold hier, ich muss mal kurz schauen, zeigt hier nämlich gerade der Bildschirm so ein bisschen. Wir haben jetzt hier nämlich ein Bereich erreicht oder wir stoßen in einer Region vor und in dem Fall ist es ja so, wenn wir jetzt hier das erstmal als Regression im Daily betrachten, okay, aber wir haben dennoch eine Struktur fallender Hochs, fallender Tiefs, wo wir beginnen eben jetzt 1, 2, 3, das ist der vierte Progressionsarm, den wir jetzt eben hier sehen, wo wir in den Wirkungsbereich vorstoßen auf der Unterseite, dass wir eben auch beginnen, eventuell uns auf die Non-Farm-Payrolls vorzubereiten. Und das, was wir jetzt eben hier in Gold bereits sehen, ist ein Vorwegnehmen der Zinsanhebung der Fed kommende Woche Mittwoch, respektive eventuell bereits irgendwie die Non-Farm-Payrolls, die ein bisschen dann doch nicht die Erwartungshaltung erfüllen oder nur durchwachsen veröffentlicht werden. Und infolgedessen dann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Fed eben auf ihrer Zins- oder während der Zinssitzung kommende Woche Mittwoch, wenn sie den Zins anhebt, gleichzeitig hinterher schiebt, dass aber weitere Zinsanhebungen sehr stark an den weiteren wirtschaftlichen Entwicklungen festgemacht werden wollen, was im Endeffekt heißt, macht euch jetzt schon mal darauf bereit, im Juni wird es keine Zinsanhebung geben und für September und Dezember müssen wir mal schauen, wie sich die konjunkturelle Situation in den USA weiter präsentiert. Und genau dieses Hintertürchen offenhalten dann seitens der Fed wäre etwas, was auf jeden Fall positiv für Gold zu werten wäre. Und wo man dann in diesem Zusammenhang eventuell sogar erwarten könnte, dass der US-Dollar wieder unter Druck gerät und dass infolge dann der negativen Korrelation Gold-US-Dollar der Goldpreis beginnt, sich wieder schärfer gegenzubewegen. Also das bedeutet etwas anders. Nur weil es saisonal gesagt ist, dass vom 1. bis zum 31.3. hier Goldpreis bearish ist, würde ich tatsächlich in diesem Zusammenhang hier immer noch in Betracht ziehen, die durchschnittlichen Gewinner, die auflaufen, und jetzt in Betracht ziehen, dass wir hier aus diesem Durchschnitt herauslaufen, wenn man so möchte. Und das würde mich dazu veranlassen, zu sagen, ich würde jetzt bereits nach einer Woche mit meinem Stop hier bei solch einem saisonalen Trade eben entsprechend aggressiver werden und würde dann eben Gewinne absichern, eventuell auch im Hinblick auf die Tatsache, dass ich jetzt nicht tatsächlich sofort erwarte, dass es hier einen direkten Durchmarsch eben unter diesem Trendsupport gibt. Das heißt nicht, dass es unwahrscheinlich ist und es heißt ja auch nicht, dass ich jetzt sofort den Gewinn mitnehmen würde, aber es bedeutet eben, dass ich von dem Trade, den ich vielleicht auf der Stunde aufgebaut habe, auf die dann von mir in der Stunde
die ich darstelle, auf die von mir dominierte Zeitebene gehe, 5-Minuten-Chart, und dann eben entsprechend auf diesem beginnen würde, den Stop zu managen, was dann eben gleichbedeutend wäre beispielsweise, dass ich sage, ich würde jetzt hier schon mal, zack, ich würde jetzt hier mit beispielsweise dem Supertrend arbeiten, also sprich diesem Supertrend in der, ja, von mir aus auch Standardaggregation, die ich auch im DAX Trading beispielsweise nutze, 2618, das ist der Multiplier und die Periode ist 14, dass ich dann mit meinem Stop hier nachgehen würde auf die 1222. Damit habe ich einerseits genügend Raum noch, dass der Markt auch weiter auf der Unterseite läuft. Andererseits eben würde ich aber eben dann auch, wenn ich den Entry tatsächlich so um 250 erwischt habe, jetzt hier bereits nahezu $30 absichern und lege auch damit schon das anderthalbfache über dem statistischen Wert, der eigentlich hier in diesem Intervall in den letzten 21 Jahren zu erwarten gewesen wäre. So, mal ein bisschen was Mathematischeres, ein bisschen was Statistischeres, aber ich glaube definitiv wesentlich interessanter und wesentlich attraktiver, was wir in Gold gerade zu sehen bekommen, als das, was wir jetzt hier im Dow Jones zu sehen kriegen. Wir haben ganz offensichtlich initial bärisch eröffnet. Das ist ein Blick auf den DAX. Wir können jetzt gerade die Korrelation anschauen. Ich sehe jetzt hier den DAX, dass der wieder anzieht, deutlicher gegen die Tagestiefs, die kurz unterschritten worden sind. Und das bedeutet wahrscheinlich der Dow positiv. Tada! Ja, der Dow positiv. Also wir sehen hier die Open Range im Dow Jones Intraday 20.937, 9.38 auf der Oberseite, 20.896, 97 auf der Unterseite. Jetzt hier der Break aus dieser Range auf der Oberseite. Die blaufarbene Linie markiert den Schlusskurs von gestern. Sind wir mal gespannt, ob wir den erobern können, ob wir darüber brechen können. Der fungiert sehr, sehr gerne auch nochmal als Widerstand. Also ähnlich wie auch die Eröffnung um dann in dem Fall 15.30 Uhr, also das ist in allen Märkten sehr ähnlich, auch im Dow Jones, im US-amerikanischen Markt, so auch beispielsweise im DAX. Sollten wir den erobern können, sollte er nicht als Widerstand halten, dann wäre als nächstes Ziel der Bereich 9.85, 21.000 eben wieder ein Thema. Aber ja, trading-technisch möchte ich mich im Dow wirklich zurückhalten. Das hat auch mit diesem jetzt wieder sehr, sehr fragwürdigen Bild schon auf der Stunde, möchte ich mal sagen, zu tun. Wenn wir über diesen Bereiche laufen, also das heißt die gestrigen Hochs attackieren und somit den Bereich attackieren um eben 20.985 Punkte, dann könnte man bei einer Stabilisierung oberhalb dieses Niveaus sicherlich nochmal über Long-Engagements nachdenken, dann mit Ziel auch um nochmal das Allzeithoch um 21.170 Punkte und vielleicht sogar noch neueren Hochs. Aber alles in allem, bis dahin würde ich mich eben, wie gesagt, im Dow zurückhalten wollen. Schauen wir mal, wie sich das Bild im Laufe der kommenden Stunden noch darstellt. Und dann haben wir sicherlich auch ein Gesprächsthema für morgen, was wir uns aufbewahren sollten fürs Morning Meeting 10.30 Uhr. So, ich wünsche euch einen schönen Abend, erholt euch gut und viel Spaß mit dem Gold, beziehungsweise mit dem Dow Jones, mit der US-amerikanischen Handelssitzung. Wir hören uns morgen 10.30 Uhr. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und bis dahin habt euch auf jeden Fall wohl. Macht's gut, bis dann und tschüss.